So, okay. Dann herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Der heutige Vortrag dreht sich um eine neue und überraschende Antwort auf eine sehr alte Frage, nämlich die Frage nach dem Weltbeginn. Und diese Frage wurde früher lange Zeit von Philosophen und von Theologen diskutiert und fällt heute in den Zuständigkeitsbereich der Kosmologen. Und ich werde so ein bisschen was davon erzählen über die aktuellen Erkenntnisse zu diesem Thema. Was hier im Hintergrund jetzt zu sehen ist, ist die älteste optische Aufnahme des Universums, die je gemacht wurde. Das heißt, man sieht hier Objekte, die so aussehen, wie sie vor rund ein bisschen mehr als 13 Milliarden Jahren ausgesehen haben. So früh kann man zurückgehen mit der Optik. Und diese Frage erstmal, ob das Universum einen zeitlichen Beginn hat, das ist nicht nur eine sehr, sehr alte Frage, sondern das ist eine Frage, über die früher ganz anders nachgedacht wurde als heute. Früher hat man nämlich angenommen, die Bedeutung von so einem Weltbeginn wäre, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo das Universum entstanden ist, und die Zeit hätte es aber schon die ganze Zeit unabhängig davon gegeben. Was wir heute, was uns heute die modernen physikalischen Theorien sagen, ist, dass diese Vorstellung schon allein diese Vorstellung und damit auch diese Frage falsch gestellt ist. Denn der zeitliche Beginn der Welt muss zugleich der zeitliche Beginn der Zeit selbst sein. Einfach aus dem Grund, dass die Zeit gemäß dem modernen Verständnis nicht außerhalb der Welt existieren kann. Raum und Zeit können nicht außerhalb der Welt existieren. Das heißt, ich kann die Frage schon ein bisschen anders stellen. Die äquivalente Frage wäre, hat die Zeit einen Beginn? Gab es irgendwann ein Ereignis, vor dem es kein weiteres Ereignis gab? Das hier ist ein noch älteres Bild des Universums, was nicht im optischen Bereich, sondern im Mikrowellenbereich aufgenommen wurde. Deswegen kann man da weiter zurückgehen. Und das ist tatsächlich die allerälteste Aufnahme des Universums. Und zwar, im Mikrowellenbereich. Und was man hier sehen kann, sind kleinste Fluktuationen, wie sie zum Zeitpunkt der Entstehung der ersten Atome schon geherrscht haben und aus denen man sich vorstellt, dass die heutigen Materiestrukturen allesamt hervorgegangen sind. Das heißt, diese Strahlung wurde ausgesendet, als die ersten Atome entstanden sind. Wir empfangen diese Strahlung gewissermaßen unfreiwillig, die prasselt dauernd auf uns ein. Das heißt, das Universum hat quasi damals zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Atome sich geformt haben, ein Selfie gemacht und spammt uns jetzt die ganze Zeit damit zu. Und man sieht aber schon, wenn das hier die älteste Aufnahme des Universums ist, also weiter kann man nicht zurückgehen. Und darum, aus dem Grund, dass man den Urknall selbst, also oder beziehungsweise nicht die Region um den Urknall herum selbst nicht mit Beobachtungen erkunden kann, muss ich zu der Frage noch einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Nämlich, ich kann euch hier in dieser chaotischen Viertelstunde nicht die Antwort auf die Frage, ob die Zeit einen Anfang hatte, geben. Eben, weil man das niemals klären werden kann. Niemand war dabei, als der Urknall passiert ist oder als er nicht passiert ist. Aber was ich machen kann, ist, ich kann euch von ein paar Modellen quasi erzählen und was in diesen Modellen für Aussagen getroffen werden über diesen Weltanfang, über die Existenz oder Nicht-Existenz des Urknalls. Insbesondere ist es so zu verstehen, dass ich bestimmte Aussagen machen kann, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zutreffen werden. Das heißt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, und das ist auch der Fehler, den viele Leute machen, dass sie glauben, dass der Urknall bewiesen wäre, aber wir haben nur Modelle, die Modelle sind ziemlich gut und die Modelle haben bislang vorausgesagt, dass es da so einen Urknall gibt. Und
In diesem Talk gibt es aber noch eine überraschende Wendung. Ja, okay. Und natürlich muss ich noch als weiteren Disclaimer vorausschicken, dass alle Modelle in ihrer Gültigkeit gewisse Grenzen haben und dass alle Modelle vorläufig sind. Das heißt, in der Zukunft wird man vielleicht ein besseres Modell finden, was die Daten besser beschreibt, die man hat. Und da können sich dann Dinge ändern. Okay, ein konkretes Modell, das wichtigste Modell, was ich hier nennen muss, wenn ich auf diese Frage hier zu sprechen kommen will, ist das Modell der allgemeinen Relativitätstheorie. Und keine Sorge, ich gehe jetzt nicht in die Details der relativistischen Physik, sondern das Einzige, was ich aus dieser Theorie jetzt hier für diesen Vortrag brauche, ist, dass wenn man diese Theorie auf das gesamte Universum anwendet, dann sagt sie voraus, dass das Universum dynamisch ist. Und was in dem Fall heißt, was heißt dynamisch, heißt in dem Fall, dass das Universum expandiert. Vielleicht haben das auch schon mal einige von euch gehört, das Universum bzw. der Raum an sich dehnt sich aus über die Zeit. Und ich kann aus Zeitgründen jetzt leider auch nicht genau darauf eingehen, wie man sich das genau vorstellen muss, sondern ich zeige jetzt einfach eine kurze Animation, die das hoffentlich einigermaßen verdeutlicht. Und wenn dann Fragen später sind, dann fragt euch am Ende des Vortrags noch. Okay, also das hier soll jetzt hier darstellen, also diese Ebene hier soll jetzt stellvertretend für den dreidimensionalen Raum stehen. Und wir betrachten jetzt verschiedene Momentaufnahmen des dreidimensionalen Raums zu verschiedenen Zeiten und die sind animiert. Und was hier zu sehen ist, sind zwei Galaxien, die sich in diesem Raum befinden. Und das Wichtige ist, dass diese Galaxien relativ zueinander unbewegt sind. Die ruhen da einfach, das heißt, sie verändern ihre Koordinate nicht. Und die Koordinaten sind hier durch dieses Gitter gegeben. Und was jetzt Expansion des Raums bedeutet, ist, wenn ich jetzt in diesem Video einfach die Zeit vorlaufen lasse, ist, dass der Raum zwischen den Galaxien sich ausdehnt und die Galaxien dadurch über die Zeit hinweg, es scheint dann so, als ob sie sich entfernen voneinander, obwohl sie in diesem Raum selbst in Ruhe sind. Aber die Längen und Abstände zwischen den Galaxien werden über die Zeit hinweg größer. Das ist, was damit gemeint ist. Okay, das ist nun also die Vorhersage, die Einstein getroffen hat. Und das ist immer noch die beste Vorhersage, die wir kennen. Und man hat es jetzt natürlich ein bisschen genauer erforscht, was da passiert. Und man kann jetzt aus dem Modell extrapolieren, sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit, wie sich das Universum ausgedehnt haben muss. Und wenn man das Ganze ausrechnet für ein Universum, was gefüllt ist mit der gewöhnlichen Materie und der gewöhnlichen Strahlung, die wir kennen, dann kriegen wir hier so einen Verlauf. Hier ist jetzt erstmal aufgetragen, hier auf der Achse die Zeit. Hier ist der sogenannte Skalenfaktor. Das gibt einfach das relative Wachstum quasi der Volumen oder das relative Verhältnis von zwei Volumen zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Das heißt, das Volumen skaliert mit diesem Faktor. Und dieser Faktor gibt an das relative Wachstum von dem Volumen über die Zeit. Und auf der rechten Achse, die zu dieser Kurve hier, zu der roten hier, korrespondiert, ist die Ausdehnungsrate aufgetragen, also wie schnell sich dieser Skalenfaktor verändert. Nur um es besser zu illustrieren. Wir befinden uns hier, das heißt, die Zeit ist hier relativ angegeben zu heute. Und wir befinden uns gerade in so einer Phase, wo diese Ausdehnung gerade beginnt, sich zu beschleunigen. Das sieht man hier, diese Kurve hier, die wächst wieder. Das heißt, die Kurve hier wird immer steiler werden. Und wenn wir jetzt in die Vergangenheit zurückgehen, dann wird diese Kurve hier auch hierhin wieder immer steiler werden. Das heißt, das Universum war vor einer Weile noch in einer Expansion, die sich entschleunigt hat. Das heißt, es hat sich hier entschleunigt und hier irgendwann wieder beschleunigt. Und wenn man jetzt hier zurückgeht, also hier sind so ein paar Ereignisse eingezeichnet, die zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben. Hier zum Beispiel die erste Entstehung von Galaxienhaufen, hier die Entstehung der ersten Galaxie, um diese Zeit hier ungefähr, die Entstehung des ersten Sterns und hier auch die Entstehung der ersten Atome.
Und weil man das jetzt hier, diesen Zeitpunkt hier nicht so genau sehen kann, habe ich jetzt noch eine größere Aufnahme, wie das dann im Detail aussieht. Was man hier sehen kann, ist jetzt, dass dem Modell zufolge der Skalenfaktor irgendwann vor einer endlichen Zeit 0 wird. Das heißt, das Universum ist in einem einzigen Punkt zu dem Zeitpunkt konzentriert, nach dieser Vorhersage von diesem Modell. Und das Wichtige ist, ich habe hier die Zeitlinie nicht weiter gezeichnet, weil es hier, wie gesagt, keine Zeit, also innerhalb dieses Modells gibt es hier die Zeit nicht mehr. Man kann nicht mehr sinnvoll Zeit definieren. Das heißt, dieses Ereignis hier ist nach diesem Modell wirklich ein Ereignis ohne Ursache. Okay, genau, und das ist eigentlich der Grund, warum Leute an den Urknall glauben und warum in allen Sachbüchern steht, dass das Universum vor rund 13,8 Milliarden Jahren in einem Urknall begonnen hat. Das ist einfach diese Zurückrechnung von diesem Modell. Und in dieses Modell fließen einfach Beobachtungsdaten ein. Damit wird das Modell eindeutig und damit kann man so eine Kurve machen. Okay, nun hat es... um das zu illustrieren, Beginn der Zeit heißt wirklich Beginn der Zeit. Das heißt, es gibt wirklich da ein Ende und es lässt sich nicht über ein Davor, ein Vor dem Urknall sprechen. Vor dem Urknall ist nicht definiert. Okay, nun hat dieses erwähnte Modell hat ein Problem. Bei dieser Rechnung, die auf diese Kurve führt, wurde ursprünglich, in der ursprünglichen Version dieses Modells, wurde eine Zutat vergessen, die benötigt wird für dieses Modell, und zwar eine weitere materielle Komponente, die im Universum vorkommt. Neben der gewöhnlichen bekannten Strahlung und Materie, oder besser gesagt, bevor diese gewöhnliche Materie existiert hat, bevor die ersten Teilchen, die wir kennen, entstanden sind, gab es das sogenannte Inflatonfeld. Und das Inflatonfeld, das hat man in den 70ern entdeckt, dass es das geben muss. Und dieses Feld ist ein sogenanntes Quantenfeld. Und es befindet sich bevor es die ersten Teilchen gab, existierte dieses Feld. Das heißt, das Universum befand sich in einem Vakuumzustand. Und dazu muss ich erklären, in der Quantenmechanik, auch die müsst ihr nicht jetzt im Detail kennen, um den Vortrag zu verstehen, aber in der Quantenmechanik heißt Vakuum nicht so viel, dass nichts existiert, sondern Vakuum bedeutet einfach nur, dass keine Teilchen da sind. Was aber immer noch da ist sind Quantenfelder. Und egal, was jetzt diese Quantenfelder im Detail sind, wir müssen akzeptieren, dass sie da sind. Und diese Quantenfelder, die führen wilde Fluktuationen aus. Das ist tatsächlich ein stochastischer Prozess. Und die Idee ist, dass nachdem dieses Quantenfeld irgendwann zerfällt, und dieser Zerfall ist so zu verstehen wie beim radioaktiven Zerfall, wird diese Energie von dem Feld in die gewöhnliche Materie und Strahlung, die wir jetzt heute beobachten, umgewandelt. Und was dieses Feld außerdem noch macht, ist, dass es in der Frühphase des Universums, und zwar direkt in der Phase, bevor die ersten Teilchen, die wir kennen, entstanden sind, eine explosionsartige Ausdehnung vorantreibt. Hier ist jetzt nochmal das gleiche Bild ungefähr aufgetragen wie vorher, nur zu einem etwas anderen Zeitpunkt, nämlich viel früher in die Vergangenheit. Und was jetzt hier zu sehen ist, ist einmal der Verlauf im traditionellen Modell ohne die Einführung dieses Inflatonfelds in die Gleichungen. Und hier ist, wie sich die Gleichungen verändern, wenn man dieses Inflaton einführt. Und das hier ist eine Exponentialfunktion. Und das Besondere an Exponentialfunktionen ist, dass sie niemals Null werden. Das heißt, auch wenn es hier vielleicht jetzt gerade nicht so aussieht, aber wenn man diese Kurve hier weiterzeichnet, dann würde sie irgendwann unter diese Kurve hier fallen und Null werden. Aber diese Kurve hier, die würde einfach immer weiter sich Null annähern, aber nie Null erreichen, wie eben eine Exponentialfunktion das macht. Und das heißt ja jetzt, dass im Prinzip gar nicht mehr diese Urknall-Singularität da ist. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Also die Frage ist, wo ist die jetzt? Ist sie jetzt
durch diese Modifikation des Modells ist sie entfernt worden? Oder gibt es sie immer noch in irgendeiner anderen Form? Manche Leute haben auch diese explosionsartige Ausdehnung seither selbst als Urknall bezeichnet, obwohl sie damit nicht mehr einen Beginn der Zeit meinen oder einen Beginn des Universums. Und der aktuelle Stand, und ihr müsst euch überlegen, das Feld wurde in den 70ern entdeckt. Man weiß seit den 70ern, dass das hier diese Kurve macht. Und es hat bis vor ein paar Jahre gedauert, bis man zu einer Antwort auf diese Frage gekommen ist, wo die Singularität hin ist. Ich erkläre gleich noch ein bisschen genauer, wieso das so lange gedauert hat. Okay, und ein besonderes Paper in der Fachliteratur hat mich zu diesem Vortrag jetzt inspiriert, nämlich das ist ein Paper sogar von einem Heidelberger Physiker namens Christoph Wetterich, hier Institut für Theoretische Physik Heidelberg. Und was er hier in seinem Paper, und ich muss dazu sagen, der ist nicht nur hier lokal tätig, sondern der ist auch für seine Forschungsarbeiten international angesehen. Das heißt, also er ist beispielsweise, hat einige sehr, sehr berühmte Paper schon veröffentlicht. Er ist unter anderem der Erfinder der sogenannten dynamischen dunklen Energie, mit denen wir heute alle Kosmologen rumrechnen. Das heißt, der ist so eine Art Koryphäe auf seinem Gebiet. Und er hat sich jetzt in diesem Paper mit genau dieser Frage auseinandergesetzt. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass dieses Modell, was ich gerade erwähnt habe, diese moderne Version des ursprünglichen Urknallmodells, in dem man dieses Quantenfeld eingeführt hat und damit Quanteneffekte berücksichtigt hat, die in der Natur vorkommen, dass in diesen Modellen tatsächlich keine Singularität oder keinen Weltanfang in irgendeinem zu definierenden Sinne auftreten. Also er schreibt hier zum Beispiel im Abstract hier, we discuss cosmological models for an eternal universe. Physical observables show no singularity from the infinite past to the infinite future. Okay. Und die Frage, also das wurde hier 2014, wurde das veröffentlicht. Die Frage, warum hat das jetzt so lange gedauert, bis das jemand mal geklärt hat und mit solider Mathe auch gezeigt hat, dass das tatsächlich keine der physikalischen Größen irgendeine Form von Singularität zeigt und damit auch die Zeit bis minus unendlich definiert werden kann. Das hat damit zu tun dass es eine apparent singularity gibt. Das heißt, diese Lösung sieht so aus, trotz der Exponentialfunktion, als würde sie eine Singularität in einem bestimmten Sinne besitzen. Und das zu erklären vor einem Publikum, was sich nicht mit Mathe auskennt, ist sehr, sehr schwierig. Darum habe ich ein Beispiel mitgebracht, wo sowas noch auftritt, so eine apparent singularity. Das heißt, das ist jetzt hier eine Metapher. Das hat nichts mit der anderen apparent singularity zu tun, aber das ist, um das Konzept zu veranschaulichen. Was man hier nämlich hat, ist eine Karte von der Erde. Und jetzt können wir diese Erde mit einem Koordinatensystem überdecken, zum Beispiel, indem wir dann die Geometrie von einzelnen Punkten beschreiben können, also die Geometrie dieser Kugel beschreiben können. Und indem wir bestimmte Größen ausdrücken können, nämlich innerhalb dieser Koordinatensysteme zum Beispiel die Position durch bestimmte Koordinaten angeben. Und was einem immer auffällt bei solchen Projektionen wie hier, ist, dass der Südpol und der Nordpol sehr, sehr verzerrt sind. Das heißt, der Südpol ist eigentlich ein einzelner Punkt und der Nordpol auch, aber der wird hier zu so einer Linie deformiert. Umgekehrt wird eine Linie, das heißt ein ausgedehntes geometrisches Objekt auf dieser Karte, eigentlich auf einen einzelnen Punkt abgebildet. Und das ist auch eine Koordinatensingularität, nennt man das. Das heißt, die Größe, die man hier nicht definieren kann, wäre jetzt nicht die Zeit, sondern das wäre jetzt der Meridian. Also der Südpol hat keinen bestimmten Meridian. Es gibt mehrere Lösungen quasi für diese Frage, was ist der Meridian des Südpols? Alle diese Meridiane sind auf dieser Darstellung hier, also laufen halt beim Südpol zusammen. Das ist aber nur eine Folge der Darstellung dieser Karte. Ich könnte diese Karte auch anders darstellen, nämlich zum Beispiel auf eine Weise wie hier unten.
Da passiert überhaupt nichts Interessantes am Südpol. Da gibt es keine Singularität. Das heißt, die Singularität ist in dem Fall, die hat keinen physikalischen Ursprung oder keine physikalische Bedeutung, sondern die tritt nur auf, weil wir unsere Koordinaten schlecht gewählt haben. Also schlecht gewählt heißt, dass sie am Südpol nicht mehr funktionieren in der Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist auch eine Singularität. Und sowas Ähnliches ist in der Kosmologie passiert. Und das wurde jetzt, das hat sich jetzt herausgestellt. Das ist, also es war lange Zeit unklar, ob es in dieser neueren Version des Modells überhaupt noch diesen klassischen Urknall gibt. Und es deutet sich jetzt immer mehr an, dass es keinen Grund mehr gibt, anzunehmen, dass es da sowas gibt. Konkret, wie würde das dann aussehen, das Universum ohne Anfang? Zunächst mal das Universum mit Anfang. Hier ist wieder so ein Diagramm, was die Zeit zeigt. Und diesmal ist hier jetzt die Dichte von, also die mittlere Teilchendichte im Universum aufgetragen. Das heißt, nach dem Universum mit Anfang-Modell würde die hier irgendwann gegen unendlich steigen und da wäre dann hier die Singularität. Und hier davor gibt es keine, ist die Zeit einfach nicht definiert und da gibt es halt einfach nichts. Was jetzt in diesem Universum ohne Anfang passiert, ist, dass bei dem Punkt, wo vorher dieser Punkt 0 war, kurze Zeit später die Entwicklung genauso stattfindet danach wie im Modell davor, aber hier was anderes passiert, nämlich hier ist noch was, und zwar ist hier Vakuum. Und das Universum befindet sich während dieser Vakuumphase innerhalb dieser explosionsartigen Ausdehnung, die aber, wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, nie einen einzelnen Punkt der Größe 0 erreicht, sondern das Universum weilt sozusagen unendlich lange in annähernden Urknallzustand, also in annähernden Bedingungen, wie sie zum Urknall geherrscht haben. Das heißt, zum Beispiel die Größe, die geht beliebig nah gegen 0, wird aber nie selber 0 und auch die Temperatur war riesig hoch und das ist quasi genauso, als ob man von dem anderen Modell ausgeht und den Urknall unendlich weit in die Vergangenheit zurückstreckt und damit diese Situation hier erschafft. Okay, und das hier ist, wie gesagt, also hier dieser Zeitpunkt ist, wo die ersten Teilchen entstehen, das heißt, hier ist Vakuum, wo diese Quantenfelder existieren. Und hier entstehen die ersten Teilchen und dann geht es ganz normal weiter mit der gewöhnlichen Entwicklung, wie man sie zuvor erwartet hat auch schon. Okay, also zusammenfassend, früher, als man noch dachte, dass nur die bekannte Materie und Strahlung wichtig waren oder vorkamen im Universum, war es eine sehr, sehr gute Annahme, von einer Urknallsingularität und damit einem Weltanfang auszugehen. Heute ist die Situation ein bisschen anders. Heute zeigt sich, dass sich durch diese Einführung des Inflatonfelds und der dadurch entstehenden kosmischen Inflationsphase, wie sie genannt wird, diese explosionsartige Ausdehnung eben, dass sich damit offenbar diese Singularität vermeiden lässt und auch vermeidet wird. Und jetzt ist die Frage, wie es in Zukunft noch weitergeht. Es ist nämlich immer noch, dieses Modell ist nämlich immer noch unvollständig. Was dieses Modell bisher beschreibt, ist die Entwicklung des Universums gemäß der klassischen Gleichungen, die von Albert Einstein entwickelt wurden. Und was da noch fehlt, ist eine Beschreibung von Quantengravitationseffekten. Was das ist jetzt nicht unbedingt, muss man jetzt nicht unbedingt im Detail nachvollziehen. Könnt ihr mich auch noch zu fragen, wenn ihr das genauer wissen wollt, aber auf jeden Fall heißt es, dass und das meinte ich vorher mit, alle Modelle haben Grenzen. Einsteins Theorie geht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zurück und danach wird sie ungenau. Danach werden Effekte wichtig, die in der Quantengravitationstheorie auftauchen und die hat man noch nicht. Es gibt zwar Kandidaten, aber es gibt keinen gesicherten Kandidat für so eine Theorie. Und witzigerweise hat man traditionell spekuliert, dass in so einer Quantengravitationstheorie diese Singularität sowieso vermieden wird. Und das Interessante ist nun aber, dass schon ohne diese Einbeziehung von Quantengravitationseffekten diese Singularität, oder die Notwendigkeit zumindest für diese Singularität zu verschwinden scheint. Okay, und das ist alles. Gibt es Fragen soweit? Ich hätte eine.
Ja. Das ist doch so, dass durch starke Gravitationseffekte auch der Raum und die Zeit gekrümmt werden. Ja, nicht nur durch starke, auch Also, generell, ja. ja, und wenn du jetzt den Zeitpunkt vor dem Urknall hast, da ist das ja eine riesige Masse und auch dementsprechend eine riesige Gravitation. Ist das dann nicht irgendwie der Ereignishorizont rückwärts sozusagen? Nee, es ist nicht der Ereignishorizont. Also mit der Ereignishorizont muss man da ganz vorsichtig sein, weil das ist nicht, man darf sich das nicht so vorstellen, dass da zum Beispiel jetzt ist irgendwie das, was beim schwarzen Loch passiert, rückwärts abläuft irgendwie. Das ist nochmal was ganz anderes. Und was halt was man halt mit dieser starken Krümmung dann für eine Situation bekommt, die ist halt genau dafür verantwortlich, dass die Zeit dann quasi dass quasi der Zeitstrahl von den Regionen, die da vorliegen könnten, abgetrennt wird, sodass da halt eben dieses Ende entsteht quasi in die Vergangenheit hin. Dieser Rand von der Zeit sozusagen. Das entsteht gerade dadurch, dass die Krümmung dort so stark wird. Es ist sowohl Raum als auch Zeit. Es macht keinen Sinn, von Raum oder Zeit zu sprechen außerhalb der Welt, also außerhalb des Universums. Und das Universum ist dort entstanden, also nach dem alten Modell. Jetzt sieht es ja wieder ein bisschen anders aus in der neueren Version. Ja? Von wem meinst du? Penrose. Ach so, ja, ich glaube, das ist eher was Persönliches. Also, es wurden viele, ich habe das mitbekommen, dass viele Leute, die Vorträge zu dem Thema gehalten haben, auch von anderen Leuten darauf angesprochen wurden und die haben, da gab es einige, die damit nichts anfangen konnten. Also, das ist alles so ein bisschen, da hat jeder so quasi seine eigene Meinung dann. Und das ist nicht so, dass es da irgendwie so einen Konsens gäbe. Also, mir persönlich wäre das jetzt auch. Also ich kann auch nichts mit dem Konzept dann anfangen, dass Entropie wachsen sollte durch Ausdehnung. Aber ich habe auch noch nicht so viel darüber nachgedacht, muss ich sagen. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Chaos-Treff.